Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest den im Video verwendeten Bolk-Fensterhebermechanismus exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um den Fensterhebermechanismus an deinem Wagen zu wechseln, musst du die Türverkleidung entfernen. Entferne mit einem Flachschraubenzieher die Kunststoffabdeckung hinter dem Griff. Entferne mit einem 30er Torx-Schlüssel die Halteschraube von der Türverkleidung hinter dem Griff. Nimm zuerst die Griffgarnitur, indem du sie vorsichtig von oben nach unten zu dir hinziehst. Du kannst dazu einen Schraubenzieher als Hebel verwenden. Trenne dann den Stecker des Fensterhebers. Entferne mit einem 30er Torx-Schlüssel die beiden Halteschrauben oben und unten am Türgriff. Entferne die beiden Schrauben unten an der Tür mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz. Entferne schließlich die letzte Schraube, die sich beim Schloss befindet, mit einem 30er Torx-Schlüssel. Entferne die Kunststoffabdeckung auf der Höhe des Rückspiegels sowie den Schaumstoff. Löse das Spiegelverstellsystem, indem du mit einem Flachschraubenzieher auf die Lasche drückst. Öffne das Türablagefach, entferne die beiden Kunststoffklammern und nimm es heraus. Hebe die obere Verkleidung an und löse dann die letzte Halteschraube der Verkleidung. Du kannst jetzt die Stromzufuhr zur Zentralverriegelung am Schloss trennen und dann das Türöffnungskabel hinter dem Innengriff. Führe den Anschluss für den Fensterheber innerhalb der Verkleidung durch. Entferne die Lautsprecherabdeckung, indem du sie mit einem Flachschraubenzieher abhebelst. Löse dann die drei Halteschrauben des Fensterhebemotors mit einem 30er Torx-Schlüssel. Trenne abschließend die Leuchte unten an der Türe ab. Du kannst nun die Türverkleidung entfernen. Um sie vollständig zu entfernen, trennst du den Anschluss des Lautsprechers und dann jenen des Fensterhebermotors. Löse die elektrischen Kabel dieser Führungen und dann den Anschluss der Leuchte unten an der Tür. Du hast nun Zugang zum Fensterhebermechanismus. Entferne die beiden Kunststoffmodule, um zum Fensterhebermechanismus zu gelangen. Du musst nun die Scheibe vom Mechanismus lösen. Löse den Motor vom Fensterhebermechanismus, indem du die drei Halteschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernst. Dies ermöglicht, die Fensterscheibe nach oben und unten zu verschieben. Dann nimmst du dir Klebeband zur Hand. Bringe auf jeder Seite der Scheibe ein Klebeband an, damit du die Position der Scheibe anpassen kannst, um über die kleinen Öffnungen zur Fensterhalterung zu gelangen.
Das Klebeband stützt zudem die Scheibe, damit sie beim Ausbau des Mechanismus nicht runterfällt. Löse die Fensterscheibe mit einem dünnen Flachschraubenzieher aus dem Mechanismus, indem du auf die Verriegelungsstifte drückst und dann die Fensterscheibe nach oben gleiten lässt. Du kannst dann den Mechanismus dank der beiden Schrauben an der Oberseite abschrauben. Du kannst nun den Mechanismus herausnehmen. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Bringe den neuen Mechanismus an. Führe den Mechanismus hinter dem Türöffnungskabel hindurch und schraube ihn dann wieder an. Es gibt auch Mechanismen mit integriertem Motor. Ihre Montage ist etwas anders, weil du den Mechanismus vollständig hinter dem Türblech anbringen musst. Lasse das Fenster mit Hilfe von Klebeband zu den beiden Halterungen absinken. Sobald sie sich berühren, verwende einen Schraubenzieher als Hebel, um die Haltestifte der Fensterscheibe einrasten zu lassen. So kannst du testen, ob deine Montage funktioniert. Bringe die beiden Kunststoffmodule wieder an. Verbinde das Türöffnungskabel wieder. Führe das Anschlusskabel der Glühbirne für die Türleuchte wieder durch die Türverkleidung, schließe es wieder an und bringe die Leuchte wieder an. Lege die elektrischen Kabel wieder in ihre Führungen. Schließe den Lautsprecher wieder an und fixiere dann den Motor wieder an der Verkleidung. Bringe den Anschluss des Fensterheberantriebs wieder an. Installiere das Türgriffkabel und überprüfe, ob es funktioniert. Vergewissere dich vor dem Wiedereinbau der Verkleidung, dass die beiden unteren Teile deines Fensterhebermechanismus richtig auf die Befestigungslöcher ausgerichtet sind. Bringe die Verkleidung wieder an und schraube zunächst die beiden Schrauben unten an der Tür wieder an, die die Verkleidung mit dem Fensterhebermechanismus verbinden. So musst du nicht alles wieder auseinanderbauen, wenn es nicht richtig ausgerichtet ist. Hebe den oberen Teil der Verkleidung an und schraube dann die Halteschraube wieder an. Bringe die Lautsprecherabdeckung wieder an.
Klemme den oberen Teil der Verkleidung wieder an. Ziehe die einzelnen Schrauben wieder fest. Bringe den Griff wieder an. Setze das Türablagefach wieder ein. Bringe die Abdeckung des Rückspiegels wieder an. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.